Das iranische Kino ist in diesem Jahr auf der Berlinale prominent vertreten. Ashka Farhadi, 2009 bereits mit einem silbernen Bären ausgezeichnet, zeigt im Wettbewerb das Sozialdrama Nada und Simin eine Trennung. Simin wird die Scheidung verwehrt, dennoch verlässt sie ihren Mann Nada, weil sie sich mit der Pflege des Alzheimer-kranken Vaters überfordert fühlt. Auch die junge Frau, die Nada einstellt, kommt mit der Aufgabe nicht zurecht. Die Konflikte eskalieren, als Nada seinen Vater ans Bett gefesselt in der verlassenen Wohnung vorfindet. Er feuert die schwangere Haushaltshilfe. Als diese ihr Baby verliert, findet sich Nada vor Gericht wieder. Auf der Pressekonferenz gab es großen Applaus für diesen ehrlichen Beitrag aus einem Land, in dem man eigentlich keine Filme mehr drehen kann. Es gibt viele gesellschaftliche Unterströmungen, die zu einer solchen Krise führen. Der Kampf zwischen den Gesellschaftsklassen, der armen, eher traditionellen Unterschicht und der nach Modernität strebenden Mittelschicht. Es ist ein verdeckter Kampf zwischen Alt und Neu, der sich durch unsere Gesellschaft zieht und für den wir einen hohen Preis zahlen werden. Von großer Aktualität ist die italienische Polizsatire Qualunque Mente, die auf der Berlinale in der Panorama-Reihe läuft. Sie handelt von einem korrupten Provinzpolitiker, der es mit der Moral nicht so genau nimmt. Ähnlichkeiten mit Silvio Berlusconi, derzeit wegen der Sexaffäre mit einer minderjährigen Prostituierten im Kreuzfeuer, nicht rein zufällig. Was heute in Italien geschieht, ist schockierend. Ich selbst habe eine 17 Jahre alte, minderjährige Tochter. Es ist eine Schande, wie die Institutionen und ethischen Regeln in der Politik missachtet werden. Ich bin überzeugt, dass die meisten Italiener damit nicht einverstanden sind und sich dagegen auflehnen werden. La maggioranza del nostro paese scioccata si sta ribellando, devo dire, in maniera civile. Papa, lei è Laura. Buonasera, signor da Colombo. Der Film hatte bereits in Italien Premiere und setzte sich dort an die Spitze der Kinocharts.